Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier zu einer neuen Runde EU4 mit einem neuen Land namens Brandenburg. Ich muss sagen, leider einen neuen Let's Play, eine neue Kampagne. Ich wollte ja eigentlich mit Aragorn noch zu Ende machen, aber leider hatte ich jetzt ein PC-Upgrade, neuer CPU. Aber dummerweise ist da ein bisschen was schiefgegangen und ich habe natürlich kein Backup gemacht. Und dafür sind mir sämtliche Daten verloren gegangen. Ich habe auch keinen Spielstand, kein gar nichts. Jetzt darf ich neu anfangen. Yay. Aber dabei können wir mal ein Land jetzt spielen, was ich schon länger mal spielen wollte. Und da gucken wir jetzt mal rein, ne? Wie wir da so machen können. So ein paar Achievements gibt es ja, da können wir gleich mal schauen. Und dann machen wir mal, und ich verschwind mal da rein. Habe auch gleich mal bei der Gelegenheit gleich ein paar neue Videoeinstellungen am Ausprobieren. Dann gucken wir mal, wie die Qualität jetzt dann ist. Bin ich auch mal gespannt. Aber jetzt gucken wir erstmal hier noch ein bisschen. Ich glaube, da gab es so einige Sachen. Genau, Preußenform. Können wir machen. 40 Marien, Regimente, okay. Für den Kaiser. Das klingt doch schon mal ganz nett. Aber ansonsten, ja, das wäre noch eine Option, ne? Aber vielleicht zerstören wir auch einfach das Reich. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch andere Optionen, wenn wir Preußen sind. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon lange, lange, lange kein Brandenburg oder Preußen mehr gespielt. Ist schon ein bisschen her, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken. Deutsche Ordensrivale, okay. Braunschweig, Magdeburg. Und Stettin. Oh, du hast Österreich als Rivalen. Wir könnten jetzt das Reich auflösen, versuchen. Das wäre eine Option. Und wir werden selber Kaiser. Das ist auch eine gute Option, finde ich ehrlich gesagt. Kriegt man auch schöne Boni. Aber jetzt zentralisieren und dezentralisieren wollte ich eigentlich nicht. Muss man mal gucken. Man könnte natürlich auch hussitisch werden, ne? Und die Frage, ob man dann noch Preußen gründen kann. Oh, würde sogar gehen. Das wäre doch eine Idee, ja? Und dann auf Hussitisch machen. Hussitisch ist es Preußen. Da müssen wir aber auflösen. Nee, muss man nicht. Obwohl, können wir machen. Wäre wahrscheinlich besser. Muss mal gucken. So, was ist das? Neumark? Okay. Sind das Kernprovinzen? Ja, das Ding muss ist auch alles weg, meine Voreinstellung. Das ist sehr ärgerlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Will man nebenbei noch ein bisschen einstellen wahrscheinlich. Oder im Stream dann, wo ich übrigens mit der Schweiz gerade spiele und ein bisschen die Söldner-Ideen habe. So, Ansbach. Genau, da hat man ja die Möglichkeit auf den Thron von Ansbach. Die haben irgendwie den gleichen Herrscher, glaube ich. Wir mal schauen, aber wir brauchen es eigentlich nicht wirklich. Okay, wo Schlesien, Pommern, okay. Mal schön. Ansprüche. Ja, da müssten wir uns ein bisschen nach Prag vorarbeiten. Ne? Und Chip am besten auch gleich noch mit. Das wäre da eigentlich eine gute Option. Aber wir sind gerade sehr schwach noch. Ne? Relativ. Haben wir auch Mietpreisnationalität? Nö, haben wir nicht. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal in die Ideen reinschauen. Ne?
Baukosten, Ansprüche, Brandenburger Ideen, Unterhalt starten, okay. Stärke, Steuereinnahmen, Moral, wow. Gar nicht so schlecht an sich. Haben wir eine Chance auf den Drohnen? Die Frage. Muss man mal gucken. Eine Option. So, wer will denn unser Bündnispartner werden? Fangen wir erstmal so an, bevor wir einen Rivalen wählen. Boah. Burgund könnte man eventuell. Wir könnten ja erstmal hier Bündnisse machen mit den Kurfürsten. Erwähnen die uns vielleicht, was schon mal ganz nett wäre. Einheit könnten wir vielleicht sogar vassalisieren. Geht so. Steht, ist Mitglied des Reichs, aber ich bin das aber auch Mitglied des Reichs, oder habe ich was verfasst? No. So. Die haben uns als Rivalen, dann kriegen wir, glaube ich, nicht bei Provinzen, oder? Wie waren das? Ja, die gar nicht mehr. Hier gibt es auch keine Entscheidung dafür, okay. Ich glaube, da brauchen wir 100 Dukaten, ne? War das so? Dann wird es uns angeboten. Kann das sein? Was mein Land beschlagnahmen. Dann holen wir uns mal hier Punkte. Erweiterung, nee. Handelsmacht, Händler. Ja. Können wir gern machen. Steuernahmen. Bürgerschaft über die Krone. Wird ihr mal den Merkantilismus machen? Kriegen wir da noch so ein bisschen Merkantilismus zusammen? Das ist ganz nett eigentlich, habe ich so festgestellt. Das ist mir ein bisschen zu viel Geld. Was ist denn der Klerus noch? Ja, mach mal Wolle. Passt. So, religiöse Diplomaten. Macht sich bei den Christen immer ganz gut. Und klerikale Ausbildung noch. Ansonsten müsste das erstmal reichen. Wir haben nicht viele Truppen, ne? Männer. Mit Polen ein Bündnis erstmal. Das wäre eine Idee, ne? In Österreich und Polen als Rivalen. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir Böhmen als Rivalen. Sollten die uns gleich mögen. Müssten wir da dann gleich Bündnisse machen können. Sehr schön. Das gefällt mir. Hier oben, Magdeburg, boah. Der Deutsche Orden, die haben uns eher als Rivalen, dann passt das schon. Und Stettin. Anhalt, Moldawien, Dänemark. Nie. Ein Stettin für einen Griff. Griff war auch Wolgas. Okay. Ich greife mal Wolgas auch zuerst an. Aber eigentlich würde ich erstmal am besten Dingens hier zuerst angreifen. Wir können mal Stettin noch als Rivalen machen. Vielleicht verlieren wir den wieder als Rivalen.
Wenn ich mir vorstellen. Okay, 500, wow. Gucken, ob du eine Agenda für uns hast, eine passende. Zwischenstadt, Meinung, Venedig-Meinung, Kronproduktion. Ja, machen wir das erstmal. Können wir dann gerne machen. Ansonsten. Bemalen, beziehungsweise verbessern, das ist gut. Ich würde das hier noch mit reinnehmen, ne? Soweit es geht. Vielleicht. Vielleicht werden wir, bleibt man auch. Dingens. Okay. Was verdienen wir? 2. So, wir haben hier einen und wir haben hier einen. Das passt. Was haben wir denn an Söldner? Die Freie Kompanie. Die Schweizer Garde wäre natürlich besser. Moralschaden, das wäre ja auch nicht schlecht, aber der ist auch relativ. Oh ja. Die Flämische ist jetzt auch nicht schlecht. Aber ich warte mal noch mit kaufen, bis sich das hier geruscht hat, quasi. Dann gucken wir mal. Dann müssen wir mal sehen. Okay. Das interessiert jetzt nicht so sehr. So, müssen wir noch kurz warten wegen Bündnissen. Da haben wir es auch fast. Die könnten wir eigentlich mal eine Beleidigung schicken, ne? Vielleicht mal für die Machtprojektion so. So, wer will uns denn wählen? Ja. Köln. Sieht ganz gut aus. Sachsen auch. Haben wir da mal noch eins? Hier noch. Okay. Dankeschön. Ah, oh, nee, jetzt haben die den örtlichen genommen. Echt jetzt? Das darf ja nicht wahr sein, oder? Aber sehr ungünstig. Okay. Na gut. Muss man damit leben. Ist mir auch. So. Ah, und schon wählen sie für uns. Ist das nicht schön? Wieso willst du nicht für uns? Wann das? So, kann ich mit den Diplomatenbeziehungen verbessern? 15 Jahre. Ist okay. So, da haben wir da schon mal über Bündnisse, Köln, Trier, die Pfalz noch mit reinnehmen. Wer hat mit uns nochmal alles? Ansbach nur, okay. Dann kommen wir hier zwar übers Limit, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm am Anfang. Tun wir Sachsen erobern oder nicht, dass hier die Preis waren. Der Habsburg ist 29, okay, das dauert noch ein bisschen. So, hier würde ich gern Dynastie-Check machen. 3. Januar, okay. Was verdienen wir denn jetzt? 1,44, ja, ist okay. Ansprüche haben noch keine, ne? Das ist das Problem. Ist aber sehr ärgerlich.
Okay. Mit der amtierende Gebietsherr aber Provinz nicht zum Herrscher mindestens 25 Stellen besitzen eine äußere Autorität. Ah ja. Kriege ich das hier gar nicht, oder? Wie ist das? Vielleicht sollten wir erstmal auf die Dings wechseln, dass wir hier was Besseres machen. Frage ist, sind das die gleichen oder nicht? Sieht fast so aus, ne? Albrecht, der erste Arillis von Hohenzollern. Albrecht Arillis von Hohenzollern. Die 1. War 2-1? War 2-1, ja doch, das ist doch gleich. Also. Adliges Haus von Hohenzollern. Ich bin nicht direkt geerbt, das ist aber sehr schade. Muss ich jetzt mal sagen. Okay. Ansbach, Polen, okay. Mailand. Navarra ist uninteressant, Anhalt. Noch eine Möglichkeit. Aber komm. Machen das einfach mal. Auch wenn die Personal nur jetzt nicht gerade das Beste ist, aber was soll's. Machen wir da mal ein Spionage-Netzwerk. Und hier auch. So. Machen wir da mal an. Nö, keine Staatsehe. Bündnis. Das muss es sein. So. Wir haben von 3 Leuten gewählt. Mit mir sind 4. Ja, das reicht. Das ist mehr als genug. Oh. Keiner wählt mehr Österreich. Ist okay. Haben wir hier Schönes? Die Landschaften. Okay. Und das preußische Zeug. Ist mir recht. So. Muss ich hier erstmal aufs Geld kommen, ne? Grundproduktion Rubin. Ja, das kann man ruhig machen. Das ist okay. Wieder sogar von den her. Dann machen wir uns da mal Ansprüche, würde ich sagen. Ne? Wir konnten ja nichts einstellen für die. Nee, warte mal, das ist ja hier, ne? Bessere Spionage-Netzwerke aufbauen, da brauche ich einen Händler hier. Es wird folgende Nation. Schauen wir doch mal. Wir brauchen Stettin, Deutschen Orden. Sieht aber gerade schlecht aus. Hm? Nicht dabei zu sein. Böhmen ist auch nicht dabei. Wieso das denn? Kein Böhm dabei, kein Stettin. Kein deutscher Orden. Sollte hier nicht Böhm dabei sein? Doch, da ist es. Okay.
Ein deutscher Ordner ist nicht dabei, ne? Ne, Stettin auch nicht. Ding, ding, ding. Nein. Leider nicht. Schauen wir hier. Ach, hier ist auch Böhm dabei. Da kann ich doch das hier schon mal wählen. Dann passt es doch. Hab ich mal wieder übersehen. Typisch. Hier ist auch Böhm dabei. Ist okay. Deutsche Orden ist ja nicht dabei. Und Stettin auch nicht. Müsste ich wahrscheinlich hier machen, oder? Ja. Der Deutsche Orden ist hier auch nicht. Ist aber schade. Da werde ich mal vorübergehend den aus Krakau abziehen. Damit wir den hier Spionage-Ding machen können. Danke. Ja. Okay. Passt. So. Dann gleich mal Krieg. Herrschaft von Hohenzollern in Brandenburg. Die Hohenzollern 1411, die Mark Brandenburg erwarben, blickt der Stadt auf eine lange Geschichte aus der lockenden Herrscher, Wittnesbacher und Lehnsherren aus Luxemburg. Die Ansehnlichen Adel und Klerus sowie die Stadträte hatten sich daran gewöhnt, selbst belassen zu sein. Raubhut und Gesetzlosigkeit sind in weiten Teilen des Reichs verbreitet. Unsere Dynastie hat einigen Erfolg darin, die Macht des Adels und der Bürger einzudämmen, wobei ihre Festungen in Trümmern gelegt wurden. Sind jedoch weiterhin alles andere als umstrittene Herren dieser Lande. Seit einiger Zeit erscheint selbst der Klerus in allen Teilen der Verwaltung vertreten ist, gegen uns zu arbeiten. Wenn wir vermeiden wollen, lediglich eine weitere vorübergehende Dynastie in dieser Region zu werden, müssen wir uns Autorität mit harter Hand durchsetzen. Einen Regierungsapparat aufbauen, dem wir vertrauen können, okay? Müssen wir eine eigene Regierungsinstitution aufbauen? Unruhe plus 1, Autonomie minus 0,5. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn die Titel in den Staat durch Bestechung für Vetternwirtschaft sichern. Ist aber nicht nett. Nehme ich dir doch lieber was weg. So. Ist doch viel besser. Würde ich sagen. So, mal gucken, wann der Kaiser stirbt. Falsch aktiviert. Muss ich auch mal ausschalten. Ist ja nervig, diese Meldung. Alles neu für mich, Windows 11. Statt vorher Windows 10, jetzt habe ich Windows 11. War auch so ein kleines Upgrade. Muss man auch erstmal richtig einstellen. Dann können wir ein bisschen schneller machen hier. Da passiert gerade nicht so viel. Okay. Die Frage, ob man die Provinz überhaupt kriegt, wenn wir Rivalen sind, wahrscheinlich nicht, ne? Würde ich mal sagen. Jetzt. Schicksal dann nochmal. Aufgrund fehlender Mittel und instabilen politischen Situationen sahen unseren Vorgänger es als notwendig, Land bei Neumark zuerst zu verpfänden und anschließend an den deutschen Orden zu verkaufen. Das Gebiet wurde jedoch einst von Siedlern aus Brandenburg beansprucht und die Bürger der Provinz behaupten nun, wurden vernachlässige sie. Der deutsche Orden ist bereits versucht, die Neumark an den polnischen König zu verpfänden. Die Bürger der Neumark haben die Lösung abgelehnt. Solange der Orden Gebühren kompensiert wird, haben wir allen Grund zur Annahme, dass der Hochmeister unsere Möglichkeiten angeboten annehmen würde, die Provinz zurückzukaufen. Na, schauen wir mal, ne? Graf von Köln, haben wir es angenommen. Cool. Oder können wir das hier sein lassen? Brauchen wir das ja gar nicht mehr. So, Mist. So, jetzt gehen wir doch auf die Ansprüche. So. Da bin ich schon auch mal gespannt.
Können wir das ja uns sparen. Dann kommt man zurück. Aber nur hier in Dingens ein. Ne? Bei Gelegenheit. Setzen wir das hier mal kurz runter. Ins Weiße. Wir nehmen mal einen Kredit auf. Ja. Die können wir verkraften. So, Stedding, hast du Verbündete in Magdeburg? Ist klar. Das ist ein Janion. Und wie schaut es hier unten aus? Und Zollern, okay. Schade. Hier müssen wir noch auf 26. Warte mal. Wem bist du verbündet? Magdeburg. Okay, und du? Sachsen-Lauenburg. Wo waren die? Da hinten. Idoki, da könnten wir uns eigentlich erstmal die vornehmen. Müsste noch jemand Vasall werden? Fragen wir da erstmal nach. Oh, alles noch ein bisschen weit entfernt. Das erobern wir lieber. Das ist gescheiter. So, wir holen uns mal die freie Kompanie, würde ich sagen. Nur zwar zwei drüber, das ist okay. Ah, nur, dass er seine Truppen hier hat. Wahrscheinlich hier oben, schätze ich. Nehmen wir mal den Thronfolger und den Herrscher, so. Okay. Dann können wir ja unseren ersten Krieg starten, wa? So, wir sind ja ein bisschen drüber, ne? Das ist natürlich ungünstig. Ja. Passt auch. Können die Kriegsstern mal anmachen. Jetzt sind wir denn noch weg? Ja, das dauert noch ein bisschen, okay. Leider. Dann werden wir wahrscheinlich hier so ein paar Beziehungen verbessern müssen dann. Wenn wir dann den Krieg erklären. So. Ein Vertrauen und hier auch einer. Okay. Wir hatten Wolga 6000, das ist ja gar nichts. Na, Köln und Trier würden mitmachen gegen Landversprechen. Okay. Aber Köln und Trier sind doch hier hinten. Was wollen die denn dann mit den Dingens hier? Das bringt doch gar nichts. So ein Quark. Das schaffe ich auch ohne die. Von Stolp. Sachsen-Lauenburg mit reinnehmen, aber halte ich jetzt nicht so für sinnvoll. Gut, die haben mehr Truppen als ich. Nee, Quatsch. Okay, dann laufen wir da hoch. Dann gucken wir mal, ne? Hallöchen. Wie geht es dir? Habe ich an Disziplin 100. Wollte ja an sich kein Problem sein, oder? Hoffe ich mal. Sehr. Defensiver Planer. Oh. Kann ich direkt vernichten. Das ist ja super. Halt. Gruppen erst zusammenziehen, ganz wichtig. Die gescheit kämpfen können. Hier einmal aufteilen.
Kommst du mal hierher? Lass mal einen hier. Der Rest geht mal darüber. So. Okidoki. Da müssen wir mal gleich mal schauen, was wir uns dann nehmen können. Also auf jeden Fall Stoll. Stollenberg. Könnte man auch komplett annektieren, ne? Wie viel AE gibt denn das? 40. Das ist ein bisschen viel. Ist okay. Wir müssen ja nicht gleich alles hier nehmen, oder? Könnte man aber. Hier nochmal kurz reinschauen. 4 Provinzen. Brauchen wir da. Hier kriegt man die Ansprüche. Für Dingens, da könnten wir uns das dann gleich holen. Das wäre natürlich super, ne? Dann müssen wir doch 4 Provinzen nehmen. Erstmal. Okay. Sehr schön. So. Anhalt, okay. Oh, Moskau hat keinen Nachfolger. Interessant. Du hast auch keinen Nachfolger. Keine Nachfolger, doch du hast einen. Mit Litauen Beziehungen verbessern. Würde nützlich sein. Unter Umständen. So, da kommen wir jetzt leider nicht hin. Das ist sehr ärgerlich. Muss ich sagen. Da kommen wir leider nicht hin. Schade. Wenn die jetzt hier voll annektieren, naja, ist halt auch nicht so optimal, ne? Was man allerdings tun könnte, man könnte hier Rügen rauslassen. Das wäre noch eine Idee. Wir können hier einen Anspruch machen. Ja. Ja, der kann da ruhig weiter aufbauen, das ist okay. Brauche ich mal von dir Militärzugang. Militärzugang erbitten. Aufnehme ich einmal hier rüber. Aha, würde er abhauen. So. Jetzt können wir das entweder belagern oder wir machen direkt Frieden. Er ist auch ein Askanier. Okay. Auch kein Nachfolger. Ah, reicht nicht. Schade. Okay. Soll die mal da bleiben? Wir laufen mal hier rüber. So, Lille. Aha. Wollen da angreifen, aber hat er nicht viel gebracht. Sehr schön. Das ist auch okay. Da haben wir jetzt eigentlich Waffenstillstand mit den Dingens? Nö, haben wir nicht. New York, Mecklenburg, oh, die haben viele Verbündete. Eingefallen, ah, ist ja gar nichts. Da komme ich nicht weit.
Nicht wirklich. Ah, viel zu wenig Truppen hier. Aber ist auch okay. So. Mal gucken, wenn ich das hier nehme, alles. 35 Nationen entlassen, Rügen. Ein 50. 35,3. Wenn ich alles nehme, ist sonst 40,5. Das ist schon echt viel AE, muss ich sagen. Das gefällt mir so gar nicht. Ich würde ja schon gern hier von den Dingens dann was nehmen. Beziehungsweise in Böhmen müssen wir dann auch noch rein. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt Rügen freilassen, die plündern ja, ne, hauptsächlich. Dann, wenn die Piraten werden sollten. Ich könnte das auch so machen erstmal. Da auch eine Möglichkeit. Und die holen wir uns dann einfach später. Als Vasall oder so. Ja. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Und immer hier rüber. Tauschen mal eben. Ja. Dürfen die hier weiter belagern. Passt das schon? Hier kommen, ach doch, wir kommen hier rüber. Gut. Das ist okay. Na, vielleicht werden wir auch nicht hussitisch, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Da bin ich mir noch etwas unsicher. Muss ich sagen. Tod eines Händlers. Ja, nehmen wir mal die Prestige. Was? Ja, was ist der hier? 0,51. Boah. Darf ich noch zurückzahlen? Das muss ich mal überlegen. Livonische Orden hat diese Rebellen hier, ne? Wo sie sich drum kümmern müssen. Aber wir sollten hier mal hofieren gehen. Und jetzt halt 18, ne? Wir könnten hier noch vielleicht eine Staatsehe versuchen, ein Bündnis versuchen. Mal gucken. So, die bilden hier weiter fröhliche Truppen aus. Das ist natürlich nicht so toll. Vielleicht willst du ja schon aufgeben. Nee. Oh, okay, da muss er noch ein bisschen zappeln hier, ne? Würde ich mal sagen. Ja, das sollen die versuchen, ihre Truppen hier rüber zu ziehen. Wenn ich die wegmache, dann ist mir das auch recht. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber dass wir nicht rüberkommen, ist halt schon doof. Ne? Willst du nach Stolp oder was? Tatsächlich. Na? Kommst du rechtzeitig weg? Nee, sehr gut, perfekt, gefällt mir. Dann kloppen wir da gleich mal drauf. Sehr schön, so gefällt mir das. Brauchen wir noch Kriegssteuern? Ja, das Auffüllen brauchen wir die dann schon.
könnte man theoretisch auch noch einen Anspruch machen. Ne? Was ist denn der? Nur 20? Hä? Ich geh jetzt doch mal abziehen hier. Bündnismäßig. Ja, Beziehung verbessern. Und zwar hat einen Nachfolger bekommen, oder was? Friedrich von Hohenzollern. 104. Noch ein Friedrich. Was sag mal. So viele Friedrichs hier. Können wir mal schneller machen? Danke. Damit man hier mal Frieden machen kann jetzt. Ach, weißt du was? Wir machen das einmal nächste Folge fertig. Ich mache erstmal wieder Schluss für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ein Abo dalassen, Like. Und mal Feedback für die Videoeinstellung. Ob das gut ist, besser ist, sich nicht geändert hat. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.